Morgen. Hi. Nate, das ist Grace. Sie ist dein neuer Boss. Hey, nett, dich kennenzulernen. Ja, finde ich auch. Ich würde an deiner Stelle die Krawatte abnehmen. Los geht's, Nate. Wartet, was? Sammy! Hey, hey, hey! Hey, nimm deine Füße. Willkommen bei Short-Term 12, Mann. Alles klar. Wie lange bleiben die denn hier? Offiziell nicht länger als ein Jahr, aber einige waren über 3 Jahre hier. Wir behalten sie so lange, bis das Amt sie woanders hinschickt. Was ist das da auf meinem Kopf? Blumen, sie stehen für die besonderen Gedanken, die aus deinem großartigen Verstand sprießen. Das ist Jaden. Sie hat ihrem Therapeuten in die Nase gebissen. Ich habe ihrem Vater gesagt, dass wir uns gut um sie kümmern. Das tue ich bei jedem hier. Ja, yep. Ich kenne die Regeln. Keine Gürtel, keine Rasierer, keine Scheren, keine Scheißfreiheit. Und kein Fluchen. Scheiße, das habe ich vergessen. Ihr Vater kommt in einer Woche aus dem Gefängnis. Wollen Sie darüber sprechen? Du weißt, dass wir das hinkriegen, oder? Du bist der außergewöhnlichste und wunderbarste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe. Jaden, hat dein Dad dir jemals wehgetan? Tut er das immer noch? Grace, du bist für die Kinder hier nur eine Begleitung. Es ist nicht dein Job, Tränen zu interpretieren. Hat sie dir denn gesagt, dass sie von ihrem Vater missbraucht wurde? Das war gar nicht nötig. Sie hat eine scheiß Angst. Was zum Teufel bringen die euch in der Ausbildung bei? Drehst du jetzt durch? Sag mir, warum du mir nicht vertrauen kannst. Nimm einmal den Rat an, den du deinen Kids gibst und lern darüber zu sprechen, was in deinem Kopf vor sich geht. Ich kann es nicht tun. Warum bist du so nett zu mir? Ich liebe dich so sehr, Grace. Du glaubst gar nicht, wie sehr. Können wir vielleicht groß und klein spielen? Ist das ein richtiges Spiel oder hast du es gerade erfunden? Ein richtiges Spiel, das ich gerade erfunden habe.